Frau Seeger bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten? Sie muss an ihre Krankenkasse schreiben. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. Sie muss nichts tun, denn sie bekommt automatisch Elterngeld. Sie muss das Arbeitsamt um Erlaubnis bitten. Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht? Der Staat, die Bundesländer, die Eltern, die Erziehungsberechtigten, die Schulen. Die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Mike und Sibylle wollen mit Freunden an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Was müssen sie vorher tun? Sie müssen die Demonstration anmelden. Sie müssen nichts tun. Man darf in Deutschland jederzeit überall demonstrieren. Sie können gar nichts tun, denn Demonstrationen sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Mike und Sibylle müssen einen neuen Verein gründen, weil nur Vereine demonstrieren dürfen. Sie müssen die Demonstration anmelden. Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen? Das Abitur, ein Diplom, die Prokura, eine Gesellenprüfung. Das Abitur. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? Hans, 20 Jahre und Marie, 19 Jahre. Tom, 20 Jahre und Klaus, 45 Jahre. Sophie, 35 Jahre und Lisa, 40 Jahre. Anne, 13 Jahre und Tim, 25 Jahre. Anne, 13 Jahre und Tim, 25 Jahre. Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig? 16, 18, 19, 21. 18. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders beschützt. Wie heißt dieser Schutz? Elternzeit, Mutterschutz, Geburtsvorbereitung, Wochenbett. Mutterschutz. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe des Staates, der Eltern, der Großeltern, der Schulen. Der Eltern. Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung? Der Staat, die Eltern, die Verwandten, die Schulen. Die Eltern. In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man katholisch ist, gut ausgebildet ist, eine Frau ist,
Mitglied einer Partei ist. Gut ausgebildet ist.